Guten Abend, wir sind wieder hier live aus dem Zentrum für Frauen in der Lebensmitte Soul Sisters. Gastgeberin Irene Fellner sitzt mir wieder vis-à-vis. Danke Irene, dass wir heute hier sein dürfen. Wir haben heute jetzt im zweiten Teil einen ganz besonderen Gast mitgebracht, Dr. Dr. Professor Johannes Huber, eine so eindrucksvolle und so lange Biografie, dass das Vorlesen den Rahmen sprengen würde. Nur ganz kurz, Sie sind Mediziner und Theologe, Doktor der Medizin mit Schwerpunkt, sage ich jetzt einmal, Frauengesundheit, Reproduktionsmedizin, Endokrinologie und interdisziplinäre Gynäkologie, aber Sie sind auch Bestsellerautor von Dutzenden Büchern. Also ich habe es mir angeschaut, das ist wirklich, wirklich eindrucksvoll. Eines der ersten, oder ja, eigentlich eines der ersten ist 1998 erschienen mit dem Titel Länger leben, später altern. Das letzte Buch, ich habe viele Ihrer Bücher gelesen, auch das letzte, das Gesetz des Ausgleichs, stand wie viele andere monatelang auf den Bestsellerlisten. Also sehr, sehr beeindruckend, lieber Herr Professor. Ich möchte hier gleich anknüpfen. Unser Thema sind heute Frauen in der Lebensmitte und natürlich auch das damit verbundene, der Wunsch, länger jung zu bleiben, möglichst gesund zu altern, möglichst fit zu altern. Jetzt haben Sie länger leben, später altern vor, ich bin schlecht im Kopf rechnen, 23 Jahren geschrieben. Dieses Thema des länger leben wollens ist im Moment so präsent wie nie. Die Menschen wollen immer älter werden, sie wollen immer länger leben, aber sie wollen nicht alt werden. Welche Erkenntnisse hat denn die Wissenschaft in den letzten 23 Jahren gewonnen im Hinblick auf Anti-Aging, sage ich jetzt einmal, obwohl ich diesen Begriff eigentlich nicht mehr hören kann? Ja, ich danke auch Ihnen herzlich für die Einladung. Dieses erste Buch ist mit Alfred Worm gemacht worden. Der war damals Chefredakteur bei News und er hat gesagt, darüber müssen wir schreiben. Wir dachten natürlich beide nicht, dass das damals wirklich auch ein Problem war, das wir irgendwie doch getroffen haben. Das Altern, dem begegnen wir täglich und damals war unsere Intention nicht so sehr die Lebenszeit zu prolongieren, sondern das zu erreichen, was eigentlich völlig legitim ist, nämlich dass man mit 70 Jahren nicht 5 Bypass-Operationen hat, dass man nicht irgendwo im Rollstuhl sitzt und Frakturen hat und dass man mit 90, wenn man es möchte, noch Kreuzfahrtressen auflösen kann. Das war letzten Endes das, was wir als Anti-Aging damals verstanden haben, das versteht man heute auch noch. Nur in der Zwischenzeit hat sich natürlich, und das ist Ihre Frage, wahnsinnig viel geändert und wir stehen an der Schwelle zu einer Revolution auf dem Gebiet. Und zwar deswegen, weil die sogenannten Big Data in Silicon Valley zusammen mit der künstlichen Intelligenz versuchen, die Zelle, unsere Organe, unseren Körper als eine Rechenaufgabe darzustellen. Eine Rechenaufgabe, die man lösen kann. Mhm. Und das Altern ist eine Gleichung. Und wenn wir die Details erkennen, dann können wir viel mehr als das, was wir vor 30 Jahren versucht haben, nämlich die Osteoporose hintanzuhalten und den Herzinfarkt und die Neurodegeneration, sondern man ist an der Schwelle, hier völlig etwas Neues in die Welt zu setzen. Ob das ethisch gut oder schlecht ist, das ist eine essentielle Frage, aber wir stehen tatsächlich an der Schwelle zu einer völlig neuen Wissenschaft und die wird durch Big Data auf der einen Seite und durch die künstliche Intelligenz auf der anderen Seite ermöglicht. Und das hat natürlich, wenn ich das in einem Satz noch sagen darf, auch eine enorme Gefahr in sich. Denn wenn die Big Data nur von einer kleinen Minorität von Menschen verwaltet werden, die da Zugang haben, nicht, dann bildet sich so etwas wie ein akademischer Neofeudalismus, ein neuer Feudalismus heraus. Wenige Menschen wie seinerzeit vor 200 Jahren haben Zugang zu enormen Potenzen, intellektuellen Potenzen. Also das muss noch ordentlich durchdiskutiert werden. Das heißt aber, der Alterungsprozess lässt sich tatsächlich verlangsamen. Also das ist mittlerweile erwiesen, das wird mittlerweile praktiziert. Das ist richtig.
Und man weiß auch wieso, nämlich dass der Körper in der Lage ist, in einfacher Weise zunächst Überlebensprogramme einzuschalten. Und diese Überlebensprogramme haben nicht nur für das Überleben als solche einen Sinn, sondern sie verlängern, sie prolongieren auch das Leben. Wenn zum Beispiel ein Individuum längere Zeit nichts isst, dann glaubt der Organismus, er verhungert. Und wenn er verhungert, nicht, dann muss er besonders vigilant sein, dann muss er ein besonderes Immunsystem bekommen. Und das ist der Grund, dass in dieser akuten Gefahrensituation des scheinbaren Verhungerns der Körper Programme anwirft. Mhm. Oder er muss fliehen. Er muss fliehen vor einem Feind, der ihn verfolgt, und wenn der Feind ihn bekommt, dann tötet er ihn. Mhm. Das heißt, Exercise und Bewegung schärfen enorm unser Gehirn, unsere Nerven. Denn wir sollen ja dem Feind entkommen. Genau. Wir brauchen dazu ein gutes Gehirn. Und das sind die Mechanismen, die in sehr einfacher Weise erklären, wie wir den Alterungsprozess modulieren können und was die Evolution, die Natur sich dabei gedacht hat. Genau. Jetzt haben Sie vorhin was sehr Interessantes angesprochen, nämlich, ohne dass Sie es ausgesprochen haben, nämlich den Prozess der Autophagie, der beim Fasten entsteht. Und ich kann mich erinnern, vor 25 Jahren, vielleicht auch schon vor 30 Jahren, sind Sie als einer der Ersten vorgetreten und haben gesagt, Leute, verzichtet doch auf das Abendessen und macht Dinner Canceling, also das, was jetzt als Intervallfasten bezeichnet wird. Ja. Sie waren damals in der ersten Reihe, Sie haben gezeigt, wie das geht und haben auch den Zusammenhang schon erklärt zwischen Fasten und Zellerneuerung. Das ist im Moment ein Riesenthema, diese Autophagie, richtig? Ja. Ja, das Copyright damals hat eigentlich der verstorbene Kardinal König, der immer dann, wenn es um wichtige Entscheidungen ging, hat er den ganzen Tag nichts gegessen und schon gar nicht am Abend. Ein Trendsetter. Ja, und wenn es nicht anders ging, dann hat er einen gerösteten Apfel sich servieren lassen. Und als angehender Mediziner habe ich das natürlich kritisch beobachtet und mir überlegt, warum isst nichts am Abend oder warum isst er stundenlang nichts und hat dann in schwierigen Entscheidungen, und damals war ja die Kirche auch mitunter in schwierigen Situationen, hat er das Richtige getroffen. Und das war intuitiv mein erster Zugang. Und dann hat man tatsächlich gesehen, dass das Absenken der Glukose, das Absenken des Insulinspiegels, die Respektierung der Planetenrotation und der Erdrotation in erster Linie, dass das alles einen Einfluss hat. Also primär war zunächst die Beobachtung, wie so oft in der Wissenschaft. Mhm. Und aus dem ist dann mehr oder weniger eine wirkliche Wissenschaft geworden. Sie haben ja Dinner Canceling auch praktiziert. Naja, also ich werde oft gefragt und muss oft natürlich eines zitieren, auch da ist der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert. Das Furchtbare ist, ich wüsste es, bringe es aber auch deswegen so schwer zusammen, weil ich früher natürlich sehr viele Nachtdienste machen musste, nicht? Mhm. Ich war bei den Geburten unterwegs und da kommt natürlich der zirkadiane Rhythmus ganz durcheinander. Und dann legt man sich um 2 Uhr hin und hat einen leeren Magen und ist noch so gestresst, dass man nicht einschlafen kann. Und um 6 muss man schon wieder aufstehen. Also isst man. Ja, also, und das war leider für mich auch ein großes Problem. Genau, aber mittlerweile gibt es ja Mittel, um diese Autophagie auch herzustellen, wenn man nicht fastet, nämlich das Spermidine zum Beispiel. Das ist richtig, ja, ja. Genau. Also das Spermidin ist sicher eine sehr interessante Substanz, und zwar deswegen, weil sie auch eine Stresssubstanz ist. Mhm. Das hat man ja heute noch übersehen. Stress bei Menschen, nicht, also Hungern oder Exercise, und Stress bei den Pflanzen. Wenn die Weide, ganz ein anderes Beispiel, befallen wird mit Keimen und mit Bakterien oder mit Schädlingen, dann setzt sie die Salicylsäure frei. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass das wahrscheinlich erfolgreichste Medikament der ganzen Medizingeschichte, nämlich das Aspirin, erfunden wurde. Mhm. Ist nichts anderes als ein Stresshormon eines Baums. Mhm. Wenn der Winter kommt und die Bäume stehen noch halbwegs in der Frische, drohen also zu erfrieren, dann setzen die Bäume Spermidin frei. Mhm. Spermidin ist nichts anderes als ein Frostschutzmittel für die Bäume. Mhm. Und beim Homo sapiens, beim Menschen, hat es dann eine enorme Wirkung, nämlich dass es die Autophagozytose einleitet, dass es einen Recyclingsprozess, so wie in der Industrie,
induziert, das heißt, Altes wird eingeschmolzen und Neues wird daraus gemacht. Also eine sicher nicht uninteressante Substanz, die auch also seit Jahrtausenden in Japan im fermentierten Soja konsumiert wird. Genau, ja. Sie schauen fantastisch aus. Es geht zwar um Frauen in der Lebensmitte, aber ich würde sagen, man kann auch einen Mann in der Lebensmitte hier zu Wort kommen lassen. Was tun Sie denn persönlich für Ihr Wohlbefinden, was ist denn Ihr gesundes Älterwerden-Programm? Naja, Ihre Diagnose ist nett und erwärmt das Herz, wenn ich das so sagen darf. Allerdings muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass unterschiedliche Körperteile unterschiedlich altern können. Und vielleicht sehen Sie gerade den Körperteil, der langsam altert. Aber eines ist natürlich schon wichtig, neben dem Essen und neben einem soliden Lebenswandel. Man soll versuchen, und das habe ich schon versucht zu machen, man soll versuchen, nicht täglich 3 Kriegsschauplätze persönlich zu haben, die man mit Rechtsanwälten besuchen muss und wo man dann mehr oder weniger verblutet. Also lieber einmal mehr etwas einstecken, die andere Wange hinzuhalten und dafür Ruhe zu haben. Inneren Frieden. Der innere Friede ist meines Erachtens nach ein ganz ein wichtiger Aspekt für das Anti-Aging. Mhm. Und natürlich gibt es daneben von der Schulmedizin viele neue Aspekte, das muss man schon sagen, kommen jeden Tag neu dazu. Aber die Grundlage soll der innere Frieden sein. Mhm. Herr Professor, was verändert sich denn? Ich weiß, es ist eine medizinisch banale Frage, aber viele unserer Zuseherinnen interessiert es. Was verändert sich denn in den Wechseljahren tatsächlich im Körper? Das sind ja ganz entscheidende Prozesse. Naja, da könnte man abendfüllend diskutieren, da haben Sie das richtig schon gesagt. Es ist halt so, dass für die Evolution die Erhaltung der Art von größter Wichtigkeit ist. Das ist das oberste Ziel. Und die Eierstöcke sind die Erhaltungsorgane der Frau, wichtiger als der Hoden des Mannes. Und das erklärt natürlich auch, dass die Stoffe, die dort gebildet werden, nicht nur für die Fortpflanzung wichtig sind, sondern auch für die Fitness und für die Gesundheit der Frau. Und in der Lebensmitte, wenn die reproduktive Zeit vorbei ist, werden diese Substanzen auch weniger und das kann Probleme machen. Es ist ja die Menopause an sich kein Krankheitsbild, nicht? Allerdings, es kann mit vielen Problemen einhergehen. Und da muss ich vielleicht, wenn ich darf, in aller Kürze noch eine Geschichte von der Evolution erzählen. Denn vor 240 Millionen Jahren, und das lässt die Bedeutung der Hormone erst richtig erkennen, vor 240 Millionen Jahren hat Mutter Natur gesagt, ich erzähle euch eine Geschichte. Und diese Geschichte hat sie auch wirklich in die Tat umgesetzt. Denn wenn wir uns in den Biologieunterricht versetzen, wie vermehren sich die Fische? Die legen da irgendwo einen Laich ab und geben dem männlichen Artgenossen die Möglichkeit, praktisch im Vorbeischwimmen eine Spermawolke dort zu deponieren. Also unerotischer kann das große Werk der Fortpflanzung nicht stattfinden. Da kann weder Empathie noch Erotik aufkommen. Die Reptilien und die Vögel machen es nicht viel anders. Die legen das Ei irgendwo hin und dann die Sonne macht das Weitere. Und dann, vor 240 Millionen Jahren, hat Mutter Natur gesagt, wir machen etwas anders. Wir werden die Weitergabe des Lebens von außen in das Innere eines anderen Lebewesens hineinlegen. Und dieses andere Lebewesen sollte später den Namen Eva bekommen. Mhm. Eva, die Frau, damit ist eine neue Lebenszeit, nämlich das Mamiozän, angebrochen. Und wir würden sagen, das Zeitalter der endokrinen Innenpolitik. Denn Eva brauchte nun plötzlich ein völlig neues Herz-Kreislauf-System. Denn es musste ja mitunter für zwei schlagen, für sich selbst und für das Kind. Es brauchte ein neues Immunsystem, denn ein Teil des Kindes war ja vom Vater, artfremd. Es brauchte einen neuen Stoffwechsel, denn 140.000 Kilokalorien alleine braucht beim Homo sapiens eine Schwangerschaft und 3 Monate Gestation. Das heißt, es musste alles umgestellt werden. Und das haben die Hormone gemacht. Mhm. Und deswegen sind die Hormone so extrem wichtig, gehen in das Herz-Kreislauf-System, in das Immunsystem, bis in die Psyche hinein. Mhm. Weil diese Umstellung damals, vor 240 Millionen Jahren, nur auf Grundlage der Hormone möglich war. Mhm. Jetzt verändern sich die Hormone natürlich in den Wechseljahren rapide.
Das heißt, Sie werden weniger, Sie nehmen ab. Sie sind bekannt geworden unter anderem auch mit Ihren Forschungen zu Hormonen. Was hat sich denn da in den letzten Jahrzehnten Entscheidendes verändert? Naja, wir haben, also ich habe schon vor 30 Jahren, das war noch vor dem Buch mit dem Herrn Chefredakteur Worm, mit meinem lieben Freund, mit meinem sozialdemokratischen lieben Freund Leo Tolter, Seppi Leo Tolter, ein kleines Büchlein geschrieben, das ist mehr oder weniger schon vergessen. Und da haben wir die Struktur der Behandlung der Frau in der Menopause aufgezeigt und haben gemeint, am Anfang jeder Behandlung steht immer das Wort. Ich habe dem Seppi Leo Tolter da das Johannesevangelium aufoktroyiert, ob er es hören wollte oder nicht. Mhm. Am Anfang steht das Wort, das heißt, am Anfang ist immer das Gespräch mit der Patientin. Dann kommt die Pflanze, im weitesten Sinn des Wortes, geht von Exercise bis wirklich zu Phytobehandlungen. Dann kommt das Hormon und ganz zum Schluss erst das Skalpell. Und das ist grosso modo auch so geblieben. Das, was man heute weiß, das ist natürlich schon viel faszinierender als das, was wir von 30 Jahren gewusst haben, nämlich, dass diese Hormone multifunktionäre sind. Sie sind also Stoffe, die unheimlich vieles bewegen, die nicht nur für die Gebärmutter der Frau, nicht nur für die Schwangerschaft verantwortlich sind, sondern sie gehen in das Gehirn, sie gehen in das Herz, sie gehen in die Niere, sie gehen in die Haut, sie gehen sogar bis zu den Augenbrauen. Und das ist neu und da kommt jedes Jahr eine neue Erkenntnis dazu. Und die neueste Erkenntnis ist zweifellos die, dass es sich bei diesen Hormonen um ganz alte, sichere Hormone, sichere Stoffe handelt, wenn man es richtig macht. Man muss die Hormonbehandlung, wenn man sich dafür entscheidet, die muss man richtig machen. Wenn man es richtig macht, dann ist sie auch ungefährlich. Das heißt, keine Nebenwirkungen, die viel oft beschriebenen oder auch ängstlich zu bedenken gegebenen Nebenwirkungen, wie Hormone können Krebs erzeugen. Wie stehen Sie da dazu? Also wenn man sich das Leben einer Frau anschaut, nicht in der Mitte des Lebens ist der Wechsel, vorher ist die reproduktive Lebenszeit, nicht? Da hat die Frau ihre Schwangerschaften, da hat sie wahnsinnig viel Östrogen, die Pille, die Schwangerschaft, der Hormonzyklus, nicht? Dann kommt der Wechsel und das Östrogen verabschiedet sich. Wenn tatsächlich das Östrogen für den Brustkrebs verantwortlich wäre, dann müsste in der Zeit, wo die Frau Megadosen an Östrogen hat, nicht, da müsste das Mammakarzinom auftreten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott sei Dank in der ersten Lebenshälfte unter dem hohen Östrogen gibt es kaum den Brustkrebs. Dann, wenn die Frau in den Wechsel kommt, wenn das Östrogen verschwindet, dann geht das Mammakarzinom so nach oben, leider muss man sagen. Mhm. Und auch von der Evolution her betrachtet, die Erhaltung der Art ist für die Evolution das Wichtigste. Jetzt ganz zu schweigen vom lieben Gott. Die Erhaltung der Art ist das Wichtigste. Und wenn für die Erhaltung der Art Hormone eingesetzt werden von der Evolution, die wäre ja dumm, die Evolution Stoffe, die giftig sind, für die Erhaltung der Art auszuwählen. Nicht? Also das Problem ist, man muss es richtig machen. Und unsere angelsächsischen Freunde zum Beispiel... Also richtig heißt die richtige Dosierung? Erstens einmal die Frage, braucht die Frau überhaupt Hormone oder kann sie anders zum Beispiel ihre Probleme lösen? Nicht? Das wird einmal mit einem Blutbild festgestellt. Blutbild und vor allem natürlich mit etwas, was ich meinen Studenten oder meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer gesagt habe. Bevor man beginnt, eine Hormontherapie oder ein Gespräch überhaupt zu führen, muss man den weißen Kittel des Arztes ausziehen und man muss den Rock des Kriminalinspektors anziehen. Mhm. Und dann muss man fragen. Und fragen und fragen und zuhören, nicht? Mhm. Und natürlich, da gilt auch das Wort Goethes. Man hört nur das, was man weiß. Mhm. Wenn man nichts weiß, dann ist man kein guter Kriminalinspektor, nicht? Man muss die Zusammenhänge kennen. Und da kann man oft durch das Gespräch schon sehr viel herausdestillieren. Mhm. Da braucht man oft noch zunächst gar keine Hormonuntersuchung. Mhm. Und da muss man natürlich fragen, welche Beschwerden hat die Frau überhaupt, nicht? Welches Hormon fehlt? In welcher Dosierung fehlt es? Wie soll ich es zuführen? Gibt es andere Möglichkeiten auch noch, ohne dass man hormonell etwas tut, nicht? Welche zum Beispiel gäbe es da? Ein einfaches Beispiel ist, Frauen sagen, ich nehme zu.
Das haben Sie sicher auch schon gehört. Das ist sicher auch immer wieder ein Thema, nicht? Und man weiß, natürlich könnte man ein männliches Hormon verschreiben, denn ein guter Hahn wird nicht fett und man weiß, die männlichen Hormone können eine Lipolyse induzieren. Aber viel einfacher ist es, einen Rat der Frau zu geben, beziehungsweise sie zu fragen, wenn Sie mit Ihrem Mann am Abend beisammensitzen, müssen Sie da mitunter ein Glas Wein trinken oder ein Glas Bier? Und dann sagt die Frau, ich trinke nicht sehr viel, aber mein Mann, der nötigt mich förmlich, mit ihm ab und zu ein Glas Wein zu trinken. Das ist in den Wechseljahren nicht immer, aber manchmal ist das Gift fürs Gewicht. Alkohol. Der geht sofort ins Fett. Und meinen Studentinnen und Studenten habe ich immer gesagt, in solchen Situationen ist selbst der kleinste Tropfen nicht mehr edel. Nicht, weil er sofort in die Adipozyten hineingeht. Ja. Ich habe gestern mit meinem Mann eine Flasche Wein getrunken. Naja, man merkt es ihnen nicht an. Es ist natürlich auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber das ist zum Beispiel ein ganz ein einfacher Tipp, wie man ein wirklich großes Problem versuchen kann, in den Griff zu bekommen. Also natürliche Substanzen zuführen, haben Sie vorhin auch gesagt, statt Hormonen. Ist ohne weiteres möglich. Schauen Sie, wir wissen, dass die Isoflavone, wir wissen, dass Soja, wir wissen, dass die Jamswurzel, nicht? Also die haben auch eine Potenz, dass die für die Therapie herangezogen werden können. Mhm. Also am Anfang immer das Gespräch, dann die Pflanze im weitesten Sinn und dann erst das Hormon. Also man soll auch hier nicht ein Hormondogmatiker sein, aber auf der anderen Seite, wenn sonst nichts hilft, außer das Hormon, dann soll man es machen, aber man soll es richtig machen. Aber Sie sind jetzt offensichtlich kein Befürworter von Hormonen, also niemand, der sagt, wir geben Hormone und dann wird alles besser. Nein. Man muss das differenzieren und man muss es abwägen und man muss vorher sogar diese zwei Wege versuchen und wenn die nichts fruchten, also leiden soll eine Frau nicht, das muss man sagen, nicht? Und das ist vielleicht für Ihre Gruppe nicht unwichtig. Immer wieder hört man, dass auch Kollegen sagen, da müssen Sie durch. Das ist nicht in Ordnung. Das hat in der Medizin nichts zu suchen. Denn selbst bei der ärgsten Krebserkrankung sagt man nicht, da musst du durch. Mhm. Da macht man in den letzten Tagen noch x Interventionen, von denen man wirklich oft fragen kann, ob sie sinnvoll sind. Nicht? Also da musst du durch, das hat in der Gendermedizin und der Gynäkosophie keinen Platz. Jetzt haben Sie mit Frauen in der Lebensmitte natürlich immer wieder zu tun. Also man muss ja als Arzt auch Psychologe sein. Ja. Was sind denn Ihrer Wahrnehmung nach so die häufigsten Probleme der Frauen? Also beginnen tut es oft mit einer Erzählung, dass die Frauen kommen und sagen, ich habe den besten Mann, den es gibt. Ich habe eine nette Familie. Ich bin finanziell abgesichert, habe eigentlich keine Sorgen. Ich habe aber derartige Stimmungsschwankungen und Depressionen, dass ich mitunter zum Fenster gehen möchte, um da runterzuspringen. Wenn das eine Patientin erzählt, dann weiß man, wenn gleichzeitig der Zyklus unregelmäßig wird, hier ist das Progesterondefizit im Vordergrund und hier muss man tatsächlich eingreifen. Und da soll man nicht sehr viel herumreden und vor allem den Frauen auch nicht sofort ein Psychopharmaka einreden. Wir haben in einer wissenschaftlichen Arbeit, um es wirklich ganz objektiv zu gestalten, uns die Verschreibungsrate von Psychopharmaka angeschaut. Und die gehen tatsächlich in Lebensmitte bei der Frau steil nach oben. Und wie wir das erste Mal dann diskutiert haben, bei einem Staff-Meeting auf der Frauenklinik, haben unsere psychosomatischen Freunde gesagt, naja, da gibt es ja natürlich eine Erklärung, warum die Frau in Lebensmitte mehr Psychopharmaka braucht. Die Kinder sind aus dem Haus. Die Frau ist mit ihrem Mann alleine und braucht mehr Psychopharmaka, nicht? Oder der Mann ist mit 50 auch nicht mehr das, was er mit 20 einmal war. Ein weiterer Grund, warum die Frau mehr Psychopharmaka braucht. Das ist alles richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, daneben fehlt ein Psychohormon, nämlich das Progesteron. Und das kann oft Probleme machen. Und natürlich dann geht es weiter über den Gelenkschmerz, über die labile Hypertonie, der Blutdruck geht rauf und runter, über den hohen Cholesterinspiegel, nicht bis hin letzten Endes zum trockenen Auge. Das ist ein facettenreiches Gebiet. Hitzewallungen. Das ist das Klassische natürlich, nicht? Also man ist berufstätig und man legt sich am Abend nieder und um 2 in der Früh wacht man auf, schweißgebadet
und kann nicht mehr weiterschlafen. Mhm. Dann schläft man um 5 in der Früh ein, um 6 läutet der Wecker und man muss also in den Job. Also das ist für eine Frau eine enorme Belastung. Und da zum Beispiel zu sagen, da müssen sie durch, also das ist illegitim. Mhm. Wenn man Hitzewallungen hat, fehlt welches Hormon? Das Östrogen. Das Leitsyndrom des Östrogenmangels, weil das Östrogen diese Thermoregulation im Körper durchführt. Und wenn das wirklich fehlt, dann kommt das quasi als das erste Leitsymptom der Menopause. Mhm. Die Blutung wird unregelmäßig, fällt überhaupt aus, nicht? Und Wallungen kommen. Wobei man natürlich hier schon definieren muss oder fragen muss, sind die Wallungen am Tag oder sind sie in der Nacht? Mhm. Wenn sie am Tag sind, ist es oft das vegetative Nervensystem. Mhm. Man regt sich auf, nicht? Mhm. Der Sympathikus geht über den Vagus. Die Nacht ist das Symptom für die Menopause. Wenn die Wallungen in der Nacht auftreten und erst später dann am Tag, dann kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich ein Östrogenmangel ist. Jetzt sagt man ja immer so leichtfertig, 50 ist das neue 40 und 60 ist das neue, auch 60 ist das neue 40 und 70 ist das neue 50. Wie stehen Sie denn zu solchen Aussagen? Ist das tatsächlich so oder lügt man sich da ein bisschen in die Tasche? Ja, wenn man sich Dürers Mutter anschaut mit 64 Jahren, gell, und Sie schauen sich heute eine 64-jährige Frau an, dann muss man sagen, da ist schon etwas dran. Wobei das natürlich nicht nur die Hormone oder die ärztliche Beratung ist, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen enormen Wohlstand, Gott sei Dank, in Europa haben. Wir haben keine Kriege, wir haben ein reines Wasser, vor allem in Wien, nicht? Wir haben eine gesunde Ernährung, more or less, hängt von uns ab, nicht? Also wir haben unser Leben tatsächlich so verändert, dass der Alterungsprozess verlangsamt wurde. Und ich glaube, dass das ein enormer Aspekt ist. Und daneben natürlich hat die Medizin vieles geleistet, was auch den Alterungsprozess verlangsamt, von den Antibiotika angefangen. Ludwig XV. Ist noch an Pocken gestorben, nicht? Mhm. Also die Habsburger haben das klüger gemacht und die haben sich geimpft gegen Pocken. Mit der Kruste von Pocken, Maria Theresia hat das gemacht. Und deswegen sind die Habsburger auch selten an Pocken erkrankt, weil sie die erste Impfung induziert haben. Nicht? Also das hat sicher auch alles beigetragen. Und daneben kommt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir in einer Prävention, in einer Präventionsmedizin auch die Fähigkeit haben, das, was altert, etwas zu verlangsamen. Nicht? Knochen, weiß man ja, Osteoporose war früher ein großes Problem, ist es jetzt weniger. Die Haut, hier ist die Endokrinologie intensiv unterwegs, Haut und Haare. In der Schwangerschaft sind sie ja besonders schön. Man kann das Gleiche auch im Alter noch einmal applizieren, nur lokal, ohne dass man natürlich schwanger wird. Und zwar wie? Ja, indem man die Schwangerschaftshormone lokal appliziert. Okay. Nicht? Also da, man hat die Schwangerschaft dann aber nur im Gesicht, also nicht im Bauch, was ja auch ein Vorteil ist. Nicht? Ja. Zellulit genauso. Also hier hat man schon Möglichkeiten, wobei das größte Problem ist. Herr Professor, wir werden einen Termin sofort bei Ihnen. Das brauchen Sie nicht, wenn ich die Ferndiagnose so sagen darf. Wobei das Gehirn natürlich das größte Problem ist. Bei all diesen somatischen Verjüngungen muss man aufpassen, dass das Gehirn auch jung bleibt. Das bringt mich jetzt auf einen Gedankengang. Funktioniert das zum Beispiel auch durch Fasten? Also wenn ich faste oder Intervallfaste, wirkt sich das auch positiv auf meine Gehirnzellen aus? Das Hauptorgan, das reagiert. Also das Fasten ist das Medikament der Neurologie, weil damit können Sie die Demenz, damit können Sie sogar Alzheimer können Sie verlangsamen beziehungsweise möglicherweise sogar verhindern. Und da gibt es wirklich gute Daten. Also das ist jetzt nicht da von mir nur herausgesagt aus dem Bauch. Es gibt hervorragende Daten im New England Journal of Medicine, also in den Top-Journalen unseres Faches, die zeigen, wie das Absenken der Glucose und des Insulins zum Beispiel Butyrate freisetzt. Und diese Butyrate sind Heilsubstanzen für das Gehirn. Mhm. Also wenn man wirklich für das Gehirn etwas machen möchte, dann soll man mit einem neuen Partner ins Bett steigen. Und der Name dieses neuen Partners heißt Hunger. Und wenn man das schafft, dann hat man etwas gemacht für das Gehirn.
Und es ist auch noch ganz, kommt auch ganz gut zu Hause an. Ja, genau. Ja. Genau, genau. Jetzt habt ihr beide ja eigentlich auch die gleiche Zielgruppe. Ja? Also Sie behandeln die Zielgruppe medizinisch und du coachst sozusagen. Mhm. Also man muss ja bei diesen Themen, wir haben es zuerst kurz gesagt, auch immer ein Psychologe sein, der herausfiltert, was so die eigentlichen Probleme sind. Das tust du ja auch, Irene, bei deinen Klienten, nicht? Du spürst auch so ein bisschen wie ein Kriminalbeamter, bist du auf der Spur. Genau, ich bin hier auch immer ein bisschen auf der Spur, nämlich auch nach dem, was die Lebensfreude wiederbringen könnte. Wir haben vorher gesprochen, was hält mich jung? Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die uns jung halten, ist die Freude am Leben, die Freude an dem, was wir tun, die Begeisterung für unsere Arbeit, für die Menschen, mit denen wir sind. Und das gilt in der Lebensmitte auch noch einmal für sich zu finden und noch einmal darüber nachzudenken. Und dann ist diese Begeisterung ein Teil eines Better Aging. Ich sage gern Better Aging statt Anti-Aging. Better Aging, ja. Genau. Viel besser. Ein wichtiger Punkt, wie wir besser eben älter werden. Und das ist das, was wir hier eben auch suchen, dass wir schauen, was kann im Leben nochmal Sinn geben, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und vielleicht der alte Beruf auch nicht mehr passt. Wo kann ich noch einmal eine Berufung spüren? Wo ruft mich das Leben? Wo könnte ich eine neue Aufgabe für mich finden? Und was ist es in mir, was wirklich hinaus möchte? Mhm. Und da sind wir hier, ja, das ziehen wir auch den Mantel des Detektiven an und begeben uns auf die Spurensuche. Genau. Ich muss das nur unterstreichen, wenn ich noch darf. Bitte. Ich hatte vor einigen Tagen ein sehr inspirierendes Gespräch mit André Heller. Und er hat mir erzählt, er ist Gärtner. Also in Wien, Marokko, und er lebt förmlich auf, wenn er beobachtet, wie die Pflanzen im Frühling erwachen, das Stirb und Werde, die Begegnung mit der Natur, also die Freude, auch selbst wenn man mit 60 oder 70 erst die Freude entdeckt, die Freude mit etwas, was das Leben dann auch wirklich schöner macht und was letzten Endes auch verjüngt. Das Gardening zum Beispiel, nicht? Ist etwas, was man auch mit 70 noch beginnen kann und was einem auch tatsächlich jung hält. Nicht? Kohl, der frühere Nationalratspräsident, ist der Rosenzüchter, nicht? Und hält sich damit auch relativ gut. Ich denke, dass auch jede Lebensphase etwas hat, was einen begeistert und erfreuen kann. Und das können durchaus unterschiedliche Dinge sein. Das kann, wenn man etwas jünger ist, vielleicht die Familie sein oder es kann ein Job sein und es kann dann etwas Neues werden. Es kann ein soziales Engagement sein oder es kann das Gärtnern sein. Es geht nur darum, das wiederzufinden und ja, auch zu sich zurückzufinden. Was ist es denn bei Ihnen, der Beruf, Herr Professor? Naja. Beruf ist Berufung, oder? Ja, ich würde es sonst wahrscheinlich nicht so gut durchhalten, aber es macht mir so viel Freude, dass das wahrscheinlich also für mich auch ein Jungbrunnen bis zu einem gewissen Grad ist. Und ich bin Peripatetiker, das heißt, ich gehe viel in der Natur. Und, täglich? Täglich, zeitig in der Früh und versuche dort Inspirationen zu bekommen, beziehungsweise im gesamten großen Ganzen der Natur mich ein wenig zu inkorporieren. Und ich habe den Eindruck, dass mir das sehr gut tut, aber jeder Mensch soll seine Fasson der Vivre finden. Nicht? Also für mich ist das ein wichtiger Aspekt, persönlich. Ist ja auch bewiesen mittlerweile, die Heilkraft der Natur. Der Diplom-Ingenieur Arve, mit dem ich ganz gut korrespondiere und auch kommuniziere, der hat ja einige Bücher darüber geschrieben, dass auch die Aerosole, Aerosol hat ja momentan eine Hochkonjunktur, der Name, diese Aerosole werden ja auch zum Beispiel von Tannen, von Fichten, von Laubbäumen freigesetzt und sind so etwas wie ein Immunstimulativum. Das heißt also, wenn man im Wald tatsächlich Aerobic Exercise betreibt und das noch dazu, und das ist ein ganz neuer Aspekt, mit hungrigem Magen, aber das würde uns zu weit führen. Das würde uns zu weit führen. Dann hat man zwei Lebenspartner, nicht? Also den Wald und den Hunger. Aber da gibt es auch ganz neue Arbeiten. Also ich glaube schon, dass da etwas dran ist und dass die Natur, auch die grüne Natur, uns noch viel also geben und schenken kann. Haben Sie einen Tipp, sage ich jetzt einmal, für Menschen? Ich sage jetzt absichtlich nicht Frauen, weil Männer haben ja mehr oder weniger auch die gleichen Probleme.
bisschen anders gelagert vielleicht, aber also für Menschen in der Lebensmitte, die sich neu orientieren möchten, die den Sinn nicht mehr finden in dem, was sie jetzt tun? Naja, da gäbe es natürlich verschiedene Aspekte, wenn ich vielleicht nur einen oder zwei herausgreifen darf. Wichtig ist es immer, dass man das lymphatische System des Menschen bedient. Das lymphatische System ist mehr oder weniger ein System, das die Hirnblutschranke durchbricht. Wir haben den Kopf und wir haben den Körper. Und dazwischen ist diese Blut-Hirn-Schranke und die verhindert, dass das, was im Körper passiert, sofort ins Blut, in den Kopf geht und dass das Gehirn mehr oder weniger isoliert arbeiten kann. Und dann in der Nacht öffnet sich diese Blut-Hirn-Schranke und die Stresshormone, die Neurotransmittoren, die während des ganzen Tages im Ärger und Zorn abgebaut wurden, aber noch im Gehirn ruhen, die werden aus den über die Landstraßen, über die Autobahnen des lymphatischen Systems entsorgt. Und das ist ein enorm wichtiger Aspekt. Also man soll dem lymphatischen System Raum geben. Das heißt, man soll schlafen. Mhm. Und der Schlaf ist das Wichtigste, auch wenn man wichtige Entscheidungen hat. Ja, nicht am Abend ein böses Mail schreiben. Ja, nicht irgendjemand noch anrufen und ihn beschimpfen. Sondern man soll tatsächlich die Nacht drüber gehen lassen, denn das lymphatische System entsorgt. Mhm. Und das ist meines Erachtens nach ein ganz ein wichtiger Punkt, neben der Nahrungskarenz und neben der Exercise, der Aerobic-Exercise. Mhm. Wunderschön, du kannst das bestätigen, nehme ich das an. Das kann ich absolut bestätigen und ich glaube neben, wie Sie gesagt haben, Exercise und guter Ernährung ist etwas, was Sie angesprochen haben, nämlich auch die, soll ich sagen, gute Gedanken zu haben. Mhm, genau. Eines der wesentlichsten Dinge, die wir auch gut lernen können, wenn wir in dieser Umbruchsphase sind, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Wir haben vorher schon angesprochen, das Thema des Dankbarkeitstagebuchs, diese Frage, wohin schaue ich am Ende meines Tages und schaue ich nochmal, was war gut an dem Tag, was war schön an dem Tag, was hat mich erfreut, dann schlafe ich besser ein, ich freue mich ganz anders, ich habe und ich lerne nach und nach das zu sehen, was auch in schwierigen Situationen gut funktioniert und es gibt in unser aller Leben immer auch etwas, was gut ist, etwas, was schön ist und wenn es nur ist, dass ich in der Parkbank sitze und die erste Sonne wieder spüre, aber ich muss es wahrnehmen, ich muss meine Wahrnehmung darauf richten und dann habe ich andere Gedanken, dann habe ich eine andere innere Konstitution, dann kommt auch diese Lebensfreude wieder besser und wird spürbarer und wahrscheinlich, weiß ich nicht, entschlacken wir dann auch über die lymphatischen Systeme in der Nacht besser, sicher, wenn wir mit Freude einschlafen. Ja, na, Goethe, Faust 2, wer Gutes will, der sei erst gut. Ja. Wer Freude will, besänftige sein Blut. Genau. Das ist fast schon ein endokrinologisches Thema. Ja, stimmt. Aber Dankbarkeit ist ein wichtiger Faktor, oder? Ja, extrem wichtig. Und jetzt also seine Ahnen irgendwie auf den Scheiterhaufen zu hieven, so wie das in den Vereinigten Staaten momentan gemacht wird, ist ganz schlecht. Die Dankbarkeit ist wichtig und veredelt auch den eigenen Geist. Wie bringt man die Dankbarkeit besser in sein Leben hinein? Nein, indem man das macht, was große Konzerne immer wieder machen, nämlich Qualitätskontrolle. Man muss sich in der Früh hinsetzen und überlegen, hätte man nicht in der Vergangenen, am vergangenen Tag etwas besser, etwas dankbarer machen können. Mhm. Und in der alteuropäischen Tradition hat ja das auch einen Namen, den man heute gar nicht mehr verwenden darf, Gewissenserforschung. Mhm. Man könnte heute sagen Qualitätskontrolle. Mhm. Und in dieser Qualitätskontrolle kann man sehr wohl überlegen, wäre es nicht so oder so besser gewesen? Wäre nicht ein Akt der Dankbarkeit auch etwas gewesen, was nicht nur den erfreut, den es trifft, sondern einen selbst? Denn die kommt ja zurück, die Dankbarkeit. Das ist sehr schön. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Und damit möchte ich unsere Zuseherinnen jetzt in die Dankbarkeit entlassen, in eine Nacht, in der sie hoffentlich sehr lange und sehr gut schlafen. Vielleicht mit dem Begleiter Hunger im Bett und morgen dann vielleicht einen Waldspaziergang. Ich glaube, dann sind wir auf der sicheren Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.